Gerätst du zu dieser Seite? Eine Aussage von Imam Abu Hanifa. Hat man das gesehen mit dem arabischen Text? Aber ihr habt es gesehen. Ja, ich zeige es nochmal hier, damit man es in der Kamera sieht. Da, hier. Immer. Arabischer Text, englische Übersetzung. Arabischer Text, englische Übersetzung. Arabischer Text, englische Übersetzung hier. Arabischer Text, englische Übersetzung. Jetzt plötzlich kommt man auf die Seite 20. Da ist eine Aussage von Abu Hanifa. Nur Englisch. Wo ist der arabische Text hingelaufen? Wo ist er hin? Wo steckt der? Und dann steht, dass Abu Hanifa gefragt wird, derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob mein Herr im Himmel ist oder auf der Erde, der ist Kafir. Und dann wollen sie, was wollen sie damit sagen? Sie wollen damit sagen, wer nicht weiß, ob Allah über dem Himmel ist oder auf der Erde, der ist Kafir, weil er muss sagen, Allah ist weder im Universum noch außerhalb des Universums, noch getrennt vom Universum, noch verbunden mit dem Universum. Ja, die Frage, ja. Wo ist er? Das ist die Frage. Okay, hier. Das darfst du sowieso nicht stellen, wo. Der Prophet hat das zwar gefragt, aber das hat er nicht gemeint. Er meint damit was anderes. Aber da kommen wir nachher zu. So, wo? Jetzt, der Witz ist nur, dieser Text von Abu Hanifa, Abu Hanifa sagt, wer sagt, ich weiß, ob Allah im Himmel ist oder auf der Erde, das lässt eigentlich drei Möglichkeiten offen. Möglichkeit Nummer eins, der ist Kafir, weil er, das ist, was die Ahbash sagen, nicht weiß, dass Allah weder im Himmel noch auf der Erde ist, oder weil er leugnet, dass er im Himmel ist, oder weil er leugnet, dass er auf der Erde ist. Die drei Möglichkeiten lässt das offen. Aber Abu Hanifa gibt ihm nur einen Originaltext, einen Ayat vom Koran als Begründung. Aber der ist nicht hier. Mögen die es nicht, Ayats vom Koran zu schreiben? Mögen die es nicht, Ayats vom Koran zu schreiben? Wo ist er hin? Jetzt, welchen Ayat vom Koran würde er benutzen, ja, laut Ahbash, um zu beweisen, dass derjenige Käfer ist, weil er weder in der Welt noch außerhalb der Welt noch getrennt von der Welt noch verbunden von der Welt ist? Er würde sagen, obwohl das kein Hinweis auf diese Sache ist, sondern diesbezüglich ist das eine unklare Beweisführung. Das würde er benutzen. Aber ich habe den arabischen Text gefunden. Ist das nicht schön? Ich habe ihn gefunden. Und zwar Shar Aqidah Tahawiyah von Ibn Abil Hizal Hanafi. Und die Hadith hier drin hat jemand Tahqiq gemacht. Tahqiq hat die genau bearbeitet. Dieser heißt Shu'aib al-Arnaud. Jeder kann zu mir kommen, das Buch gucken. Shu'aib al-Arnaud ist ein Schüler gewesen von wem? Abdullah al-Habashi. Und wir schlagen das Buch auf und wir finden die Aussage von ihm, Abu Hanifa. Und er sagt, أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا حَنِيفَ أَمَّنْ قَالْ لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي سَمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ فَقَالْ قَدْ كَفَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولْ. Er hat Abu Hanifa gefragt, ich weiß, ob mein Herr über dem Himmel ist oder auf der Erde. Er sagt, er ist ungläubig geworden, denn Allah sagt, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Diskussion wieder beendet für heute, ne? Alhamdulillah. Das heißt, aber wisst ihr was, ich muss euch beruhigen, die Diskussion ist noch nicht beendet. Weil dieser Hadith, diese Aussage,